Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit Kollege Klaus überhaupt kein falscher Eindruck entsteht, bei der Abstimmung im Bundestag in einigen Wochen wird es nicht heißen, das Gesetz ist in der Fassung der MPK-Beschlüsse angenommen, sondern das Gesetz ist in der Ausschussfassung angenommen. Und der vorweg, da stimme ich Johannes Kahrs voll zu, werden die Beratungen gründlich sein müssen, weil gerade auch bei diesem Thema stellen sich natürlich viele Fragen. Was sind finanzschwache Kommunen? Wie ist die Legaldefinition? Gucken Sie sich mal die Protokollerklärung zu dem Thema der drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen an, die deutlich gemacht haben, dass Kassenkredite bei Stadtstaaten nicht vorkommen. Oder die Protokollerklärung des Landes Thüringen, abgestimmt Linke, SPD und Grüne, wo aus meiner Sicht zu Recht hinterfragt wird, ob Kassenkredite Merkmal finanzschwacher Kommunen sind. Und wir haben 3/4 der Kassenkredite in Deutschland in drei Ländern. Nordrhein-Westfalen 48%, Hessen und Rheinland-Pfalz zusammen 75%. Und wenn ich mein eigenes Heimatland sehe, die Kommunalaufsicht, handelt jeder Innenminister nicht zwingend nach Parteibuch, sondern auch nach eigenem Ego und Gustus ein Stückchen anders. Oder sind nicht zum Beispiel Steuerkraftmerkmale, hohe Arbeitslosigkeit, Sozialausgaben, Kosten der Unterkunft Merkmale für finanzschwache Kommunen? Oder, auch das müssen wir uns in Ruhe betrachten, wir verteilen nur die 3,5 Milliarden. An wen es geht in den Ländern, das entscheiden die Länder. Und die Länder haben ganz unterschiedliche Definitionen, was ist bei uns finanzschwach. Guckt euch mal an die Bewilligung des ersten 3,5-Milliarden-Paketes. Da ist es nicht zwingend immer nur an finanzschwache Kommunen gegangen. Wir haben gerade große Städte, die hohe Kosten der Unterkunft haben, aber auch hohe Gewerbesteuereinnahmen. Und meine Sorge ist, bei dem ersten 3,5-Milliarden-Paket war beschlossen, einmalig diesen Verteilungsschlüssel zu nehmen. Jetzt haben wir aber eine Brücke, Grundgesetzänderung 104c und das Begleitgesetz, dass wir zu einer Legaldefinition von finanzschwachen Kommunen kommen, die weiterwirkt. Und deswegen müssen wir uns sehr gründlich auch mal ein bisschen weg von Wahlterminen und Länderbrillen angucken, was wir an dieser Stelle machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil dieses hat Langzeitwirkung. Und ich will einen zweiten Punkt ansprechen, Kollege Kindler. 136 Milliarden Euro Investitionen, schon Kollegen von Ihnen hat gestern gesagt, 34 Milliarden bei Schulen. Die Entlastungswirkung, das Entlastungsvolumen der letzten 7 Jahre bei Ländern und Kommunen war 95 Milliarden Euro. 95 Milliarden Euro ist das Entlastungsvolumen. Grundsicherung im Alter, BAföG und so weiter und so fort. Und die Steuermehreinnahmen bei den Ländern sind höher in den letzten Jahren gewesen als beim Bund. Und Länder und Kommunen haben gemeinsam Steuermehreinnahmen von 95 Milliarden Euro von 2010 bis 2016 gehabt. Und ich glaube, wir dürfen auch Länder und Kommunen hier nicht ganz aus der Pflicht lassen. Es ist nämlich die Frage zu stellen, was machen die mit ihren Steuermehreinnahmen? Gucken wir uns nur mal allein an, was für ein Entlastungspaket wir vor einigen Wochen beschlossen haben. Stichwort Übernahme Asylkosten und das 5-Milliarden-Paket. 17 Milliarden Euro für die nächsten 3 Jahre. Und deswegen ist es schon berechtigt, immer wieder kritisch zu hinterfragen, was passiert mit dem Geld, was der Bund an die Länder weiterreicht. Nur wie manche Kolleginnen und Kollegen hier mal einen Zahn ziehen. Wenn wir meinen, dass die Umsatzsteuer der Gemeinden 1:1 an die Kommunen durchgeht, der irrt sich. Diese Umsatzsteuer fließt in die kommunalen Finanzausgleichssysteme. Und dann gucken Sie sich mal Verbundquoten oder Gleichmäßigkeitsgrundsätze an. Da geht teilweise über 80% in den Landeshaushalt rein. Das heißt, wenn wir meinen, 1 Euro der Umsatzsteuer in die Gemeinden geht an die Gemeinde, da kommen höchstens 20 Cent. Das sieht Herr Liebing anders. Lieber Herr Rossmann, Herr Liebing sieht das überhaupt nicht anders. Und dann kommt noch, ja, Sie müssen sich jeder, ich rate jedem, bei unserer Debatte, wir helfen finanzschwachen Kommunen. Und deswegen müssen wir gründlich beraten, denn das, was wir heute tun, das wird Langzeitwirkung haben. Weil wenn du einmal dran warst, wirst du an die Verteilsysteme nicht mehr später
sehr dezidiert herangehen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und wir müssen auch an einer Stelle aufpassen. Gucken Sie sich mal an, was bei dem ersten 3,5-Milliarden-Paket und energetische Sanierung von Kindertagesstätten, von Schulen und Berufsschulen war möglich, was die Länder gemacht haben an dieser Stelle. Und ich muss Ihnen sagen, nicht nur die Bindung der Mittel, gerade mal an 60%, der Abfluss ist eine Katastrophe und seit über einem Jahr läuft dieses Programm. Und wenn Sie sich die Sektorenaufstellung mal angucken, dann ist das allerwenigste in kommunale Bindungsinfrastruktur geflossen, obwohl es hätte fließen können. Und der Vorwurf, dass Planungen lange dauern, ja, die Planungen dauern lange, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn die Not denn seit Jahren so groß ist, da muss man doch die Frage stellen, warum man nicht schon vorausschauend geplant hat, gerade für unsere Schülerinnen und Schüler, für unsere Kinder und Jugendlichen an dieser Stelle. Die Frage, glaube ich, die muss man an dieser Stelle schon deutlich richten. Und deswegen stimme ich Johannes Kahrs vollkommen zu. Das Strukturgesetz gilt hier. Wir müssen dieses gründlich beraten. Das ist einer der entscheidenden Vorhaben in dieser Legislaturperiode. Mit Langzeitwirkungen im föderalen Gefüge zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Und lieber Kollege Kindler, der Bund ist weit über das hinausgegangen in den letzten Jahren, für das er nach dem Grundgesetz verantwortlich war. Herzlichen Dank. Das Wort hat nun der Kollege Hans-Dieter Rossmann für die SPD-Fraktion.